Also wirklich an Punkte zu schauen, wo Angst ist, wo Scham ist, wo man nicht wirklich das verkörpert, was man so männlich nennt. Also das kann sein, dass Männer das als großes Versagen erleben, sich einzugestehen, dass man sowas hat. Und dass man da hinschauen muss. Es war jetzt lange Zeit, also haben sie Männer bemüht, ihr Herz zu entdecken, weicher zu werden, Zugang kriegen zu ihren Gefühlen, was total gut und super ist. Und also was sie so zeigt, ist, dass für Männer jetzt eine reine Fokussierung oder Konzentration aufs Gefühl und Herz nicht wirklich genügt. Das heißt, jetzt kommt so eine Phase oder das, was im Moment ansteht, ist, wie kriegt man die guten maskulinen Eigenschaften vereinbart mit.